Ja, herzlich willkommen mal wieder auf dem GrobiTV-YouTube-Kanal. Dieses gute Stück hier hat uns in den letzten Monaten viel Spaß, viel Freude bereitet, denn das iPad, was wir hier in den Händen halten, ist ein Gerät, welches uns in der Funktionalität und der Bedienung von vielen Unterhaltungselektronikgeräten sehr hilfreich zur Seite steht. Das heißt konkret, viele Hersteller, nehmen wir mal beispielsweise Samsung und einige andere, werde ich euch gleich noch zeigen, bieten mittlerweile sogenannte Apps an, Applikationen, die ich hier teilweise oder größtenteils eigentlich kostenlos installieren kann und wo ich dann eigentlich immer die Fernbedienung ersetze und sogar noch viele Zusatzfunktionen zur Verfügung gestellt bekomme. Nehmen wir mal das konkrete Beispiel beim Samsung. Wir haben hier die D-Serie, unsere eigentlich erfolgreichste Fernsehserie, die wir hier haben, also Fernseher-Serie, hardwaremäßig natürlich gemeint, und zwar in der Form, dass dieses Gerät aufgrund der unglaublichen Funktionalität, Oberbegriff ist ja hier Smart TV, nämlich die Möglichkeit bietet, nicht nur Fernsehprogramme mehr anzuzeigen, sondern natürlich auch viele Internetinhalte. Und da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Und damit das eben so leicht wie möglich geht, ganz klare Empfehlung von uns, sich da mal ernsthaft mit seinem iPhone oder iPad und der entsprechenden App zu beschäftigen. Mal ein konkretes Beispiel, ob das jetzt die einfachen Funktionen sind, wie beispielsweise nur die Programme umzuschalten oder ob ich die Lautstärke ändern möchte. Man sieht hier, das Ganze reagiert sofort. Es wird über WLAN miteinander verbunden, denn der Fernseher ist im Netzwerk, mein iPad ist im Netzwerk und somit haben die Verbindung. Ist also nichts mit Infrarot. Streng genommen kannst du also oder kann man auch sogar aus dem Nachbarraum oder vom Garten aus den Fernseher laut und leise stellen oder die Programme wechseln. Interessant wird die Sache durch den erhöhten Komfort, beispielsweise wenn ich Tastatureingaben benötige. Nehmen wir mal das Beispiel Smart Search, eine meiner Lieblingsfunktionen. Man hat also in dieser Fernsehserie oder bei diesen Fernsehern aus der D-Serie die Möglichkeit, sowas wie eine Art Google-Abfrage zu installieren und auch zu nutzen. Wir haben jetzt also hier die Smart Search-Funktion aktiviert. Ich gebe jetzt mal auf Enter, drücke ich und jetzt wird schon sofort meine Tastatur eingeblendet. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, entweder auf bereits schon gesuchte Begriffe wieder zuzugreifen, wie man es im Hintergrund sehen kann, oder ich gebe einfach mal einen neuen Begriff ein. Und dann machen wir mal Japan und GrobiTV. Mal gucken, was uns da rausgespuckt wird. Ich gebe das Ganze jetzt mal ein mit Enter. So, er sucht im Hintergrund und schon haben wir also angezeigt bei YouTube meine entsprechenden Videos. Kann auf Enter drücken und zack geht das Ganze los. Das finde ich also eine sehr praktische Geschichte. Das geht noch weiter, dass man also auch seine Apps beispielsweise hier direkt aufrufen kann. Wir können das Ganze hier vom Navigieren entsprechend nutzen und vieles mehr. Anderes Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, in dem Fall Sonos. Sonos ist ein Musikprogramm oder ein Hardwareangebot für Musikhören, was also in dieser Art wirklich einzigartig ist und was auch immer mehr Fans und Freunde gewinnt. Wir haben hier beispielsweise aufgebaut die Möglichkeit, aus zwei Sonos-Lautsprechern, in dem Fall sind es ja die S3, eigentlich ein geschlossener Sonos-Lautsprecher im Stereo, nämlich rechts, links, in der Mitte der Subwoofer. Wenn wir zwei davon haben, können wir eine richtige breite Stereoanlage mit aufbauen. Einmal links, einmal rechts konfiguriert und wir haben richtig Spaß hier, was die Lautstärke und was den Klang natürlich erstmal angeht. Und auch das wiederum lässt sich mit dem iPad wunderbar steuern. Es gibt extra von Sonos diese Applikation, hier haben wir sie. Und wenn ich nun mal meine Zonen, die haben wir eine ganze Menge von hier in unseren Studios aufgebaut, nutzen möchte, um jetzt hier spontan Musik zu hören, gehe ich jetzt hier auf die Zone, nehmen wir mal jetzt hier das Beispiel unsere Deckeninstallation, als aber auch eben diese Variante. Ich drücke jetzt hier einfach Play. Und schon höre ich meine entsprechende Musik und kann jetzt weitere Musik auswählen. Auch das ein Vorteil gegenüber dem Originalcontroller. Nehmen wir mal hier meine Musik Top 100. So, sagen wir mal Udo Lindenberg, würde gerne jetzt hier noch den Song hören und was mache ich? Ich ziehe ihn einfach in meine Liste rein und kann also hier meine Songs bereits schon auswählen, was natürlich super komfortabel ist und direkt den nächsten Song auch, wenn ich möchte, wieder anblenden. Also ihr seht, das iPad wird wirklich von Seiten auch der Industrie sehr gut integriert in die Funktionalität und Bedienung von euren Unterhaltungselektronikgeräten. Das war ein Beispiel für Sonos, anderes Beispiel war im Fernsehen. Wir können mal nach oben gehen in unsere Studios und dort demonstriere ich euch mal, wie man beispielsweise auch Musik, die wir hier direkt auf dem iPad haben, automatisch drahtlos auf die vorhandene Musikanlage übertragen kann. So, ich habe also beispielsweise mit meinem iPad, iPhone wie gesagt geht genauso, habe ich hier meinen Musikordner, klicke ich jetzt Musik an. Meine Musikauswahl wird mir jetzt hier gleich angezeigt. Und nun kann ich, nehmen wir mal hier meine Einkäufe,
Und nun kann ich die Musik hier auf Wunsch direkt über die Anlage hören. Jetzt höre ich sie noch über das iPad. Und man hat hier oben ein kleines Symbol. Das klicke ich jetzt an. So, und dann habe ich hier die Auswahl von meinen Systemen, die im Haus sind. Hier sind also beispielsweise drei Verstärker in unseren Studios aufgebaut, die ich jetzt alle vom iPad aus direkt starten könnte. Stichwort ist hier AirPlay. Also diese Verstärker verfügen über eine AirPlay-Funktion. Konkretes Beispiel, wir machen jetzt mal den Pioneer, den VSX921 an. Ich wähle den also aus. Dauert einen Moment, jetzt schaltet er sich gleich ein. Gut zu sehen. Steht auf HMG, steht für Home Media Gallery. Und die Musik wird jetzt übertragen drahtlos, wird sogar der Titel angezeigt. Und ich kann weiterhin ganz bequem die Lautstärke von meinem iPad aus steuern, die Programme auswählen und vieles mehr. Und wenn ich den Fernseher einschalte, sehe ich sogar noch das entsprechende Cover, wird mir in Farbe angezeigt und so weiter und so weiter. Genauso gut kann ich natürlich hier oben auch die Sonos-Anlage steuern, die wir natürlich auch hier haben. Genau das geht genauso. Ich kann auch teilweise meine SAT-Receiver darüber steuern. Auch da gibt es wiederum Apps. Wenn ich weitergehe, gibt es beispielsweise von Pioneer eine App, wo ich jetzt den gesamten kompletten Verstärker mit bedienen kann. Das ist hier zu sehen. Ich wähle jetzt mal hier Control aus. Der zeigt mir jetzt automatisch schon mal das Lied an, was wir spielen. Ich kann die Lautstärke kann ich hier entsprechend ändern. Ich habe die Möglichkeit, meinen Klang zu variieren, Dolby Surround, Stereo, was auch immer. Ich kann die Eingänge benennen. Ich kann aber auch beispielsweise noch gewisse Funktionen verändern, wie Balance, wie von mir aus den Bass noch kontrollieren. Ich kann mir anzeigen lassen, wie die Anlage eingestellt ist. Ich habe die Möglichkeit hier, sogar in 3D, wirklich beeindruckend, die Werte meiner Einmessung mir anzeigen zu lassen, kann die entsprechend dann auch nochmal korrigieren, indem ich also dort mit dem Finger drüber schnippe und noch gewisse Veränderungen durchführe, die ich dann auch sofort hören kann. Also das ist für jemand, der, wie es so schön heißt, mal abends im Fernsehen nichts so findet oder die Musik, die passt nicht, dann kann er hier ein bisschen mitspielen. Und alles das sind Anwendungen, die mittlerweile Anbieter, wie jetzt in dem Fall konkret Pioneer, größtenteils sogar kostenlos für Besitzer von einem iPhone oder einem iPad anbieten. Tja, wenn ihr da noch Fragen habt, sagt uns Bescheid. Gerne zeigen wir euch das. Wir integrieren das Ganze natürlich auch in fertige Lösungen, sodass dann später schlussendlich auch eigentlich so eine Anzahl von vielen Fernbedienungen, wie wir sie hier gerade zeigen, gar nicht mehr notwendig sind, sondern dass man wirklich das Ganze hier mit seinem iPhone und iPad steuern kann. Bis demnächst.